Hallo YouTube, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Markus Feld und heute soll es um das hier gehen. Kreatives Licht setzen im Studio. Nach dem Intro natürlich. Nach meinem letzten Shoot, wo ich ein bisschen auf Instagram gepostet habe in einer Story und auch schon das erste Ergebnis gezeigt habe, wurde ich gefragt, ey Markus, wie machst du dein Lichtsetup? Das sieht super interessant aus, was machst du da genau? Also habe ich mir gedacht, ich mache ein kurzes YouTube-Video darüber und starte damit vielleicht sogar eine neue Reihe, dass ich euch zeige, wie ich meine Lichtsetups baue, beziehungsweise welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt, weil auch ich informiere mich, mache mich schlau, gucke anderen Fotografen Sachen ab, übernehme sie, verändere sie. Licht ist einfach so ein mächtiges Werkzeug, gerade in der Fotografie und im Studio ist es halt nochmal was anderes, als wenn man jetzt draußen ist, wo man quasi eine große Lichtquelle hat. Fangen wir einfach an. Es geht los. Ich habe hier das Setup ungefähr so aufgebaut, wie ich es beim Shooting hatte. Ganz genau baue ich fast nie ein Setting auf, weil es sollte sich immer so ein bisschen unterscheiden, weil ich finde, wenn man immer das Gleiche macht, ist es irgendwann langweilig. Als Hauptlicht nutzen wir heute ein Profoto B10 Plus. Der hat schon einen eingebauten Reflektor, weil wir nutzen heute kein Lichtformer. Wir brauchen einfach dieses harte Licht, um schöne Schatten auf das Model oder die Rückwand halt zu werfen. Wenn ihr jetzt kein Profoto gerade da habt, nein, keine Angst, ihr braucht den nicht unbedingt. Ihr könnt auch quasi jeden anderen Studioblitz dafür nutzen. Mit so einem Reflektor, den einfach aufgesetzt, Blitz einstellen, habt ihr genau das gleiche Ergebnis. Und dann seht ihr hier so ein bisschen Gerümpel. Dieses Gerümpel ist einfach dafür da, um die Schatten zu werfen. Ihr könnt da alles nehmen. Also ich habe hier zum Beispiel so eine Trainingsstation von mir. Die ist für mich für Klimmzüge, weil ich trainiere ja zurzeit auch wieder ein bisschen. Dann habe ich hier von meinen Abschatter- bzw. Aufhellerwänden aus Styropor. Da werde ich auch nochmal ein Video zu machen, wie man die macht. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und ein Fensterrahmen. Diesen Fensterrahmen findet, also sowas findet ihr wirklich auf dem Flohmarkt für einen ganz schmalen Taler. Geht da mal hin, guckt euch das an. Einfach auf ein Stativ geschraubt mit einer Klammer unten dran zum Festhalten und fertig ab dafür. Und schon habt ihr wirklich interessante Schattenwürfe auf eurem Model. Und was bei mir immer hinzukommt, ich baue das Ganze auch immer so auf, ich könnte quasi jetzt um das Set rumgehen, bis auf natürlich die Stelle, wo der Abschatter bzw. die Styropor-Abschatter ist, könnte ich die ganze Zeit das Model fotografieren und habe die ganze Zeit interessante Lichtverhältnisse. Also man kann dieses Setup wirklich in, ich sag mal, 180 Grad fotografieren mit dem Model vor der Wand und es sieht immer wieder anders, geil, interessant aus. Was ihr auch noch machen könnt in diesem Setup ist zum Beispiel hier auch jetzt durch dieses Fenster zu fotografieren, was wir auch gemacht haben. Ich blende euch dazu auch zwei, drei Bilder ein. Dadurch erreicht ihr nochmal, ja, das Fenster ist, glaube ich, das einzige Fenster, was bei uns noch nie geputzt wurde, weil ihr, wenn ihr das dann rechts, links auch verschiebt, ihr könnt dadurch Schatten oder Spiegelungen aus der Umgebung noch mit reinbringen, zum Teil auch einfach das Blitzlicht quasi mit reinpacken, was dem Ganzen auch nochmal wieder ein bisschen was Interessantes gibt. Und genauso ist es fürs Model. Wenn es jetzt hier steht, wo ich jetzt stehe, es kann sich auch die ganze Zeit bewegen. Es bewegt sich rechts, es kann sich links bewegen. Ich gucke kurz auf meine Uhr, ob das... Ja, ich bin im Bild, okay. Und je nachdem, wo welcher Schatten trifft beim Blitzen, ich löse jetzt einfach mal aus, ich hoffe, man sieht es so ein bisschen, zeichnet sich halt immer wie was anderes ab. Ihr habt verschiedene Schattenläufe, ihr habt verschiedene Lichtläufe, Lichtpunkte, wo besonders hell ist. Das macht einfach ein Fotoshoot mega interessant. So, das war es dann auch schon. Wie gesagt, das sollte auch quasi ein kleiner Quick-Tipp, Licht-Quick-Tipp sein. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn ihr sowas in der Art mal nachbaut oder aufbaut, zeigt mir eure Ergebnisse. Ihr könnt es gerne hier unter kommentieren, aber ich verlinke euch auch mein Instagram unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir dann einfach mal eure Ergebnisse schicken und gerne können wir das dann, ich reposte die auch mega, mega gerne bei mir in der Story.
und gebe euch auch mein Feedback dazu. Sehr, sehr gerne. Also ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Folgt mir, gebt mir einen Daumen nach oben. Von mir aus auch einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Muss ich mit leben. Wenn ihr einen Daumen nach unten macht, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, weil das bringt mich dann auch weiter. So kann ich mich entwickeln. Und wenn es euch gefallen hat, ihr mir gerne einen positiven Kommentar da lassen wollt, freue ich mich natürlich auch mega drüber. Und ansonsten sehen wir uns halt einfach am nächsten Tipp oder im nächsten Video oder vielleicht demnächst irgendwo in Berlin. Wir sehen uns!